Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zur weiteren Folge EA Sports FC 25. Hier mit dem FC Bologna und ich habe richtig, richtig Bock. Vor allen Dingen, weil ich jetzt aber so ein bisschen reingeguckt habe, auch so in die Taktiken und Co., weil man ja wirklich ingame-mäßig die Taktiken, also die Formation ändern kann. Eine Sache, die ich so lange gefordert hatte, dass man das endlich mal machen kann. Ne? Also ihr könnt ja eure eigenen Taktiken auswählen. Sonst sind da ein paar voreingestellt. Übrigens, falls ihr den Code wollt, oben sind die Codes. Schreibt sie euch ab. Wenn ihr die gleiche Taktik spielen wollt, könnt ihr machen. Ja, und ich habe jetzt erstmal auch mal ein 3-5-2 nochmal hier eingestellt. Als zweite Taktik, die man dann so ein bisschen flexibel nutzen kann. Das Ganze dann eben hier natürlich mit kurzen Pässen. Der Ansatz ist hier eher Tiki-Taka. Hier ja eher so ein bisschen auch das Flügelspiel und Co. Und ja, das ist auf jeden Fall, hier habe ich jetzt ja nichts geändert, das ist auf jeden Fall super interessant, wie flexibel man dann auf dem Feld auch agieren kann. Also, wenn ihr wie der FCA in der Realität spielen wollt, so fast schon positionslos, könnt ihr es machen. Oder ein 3-5-2 in der Offensive und Defensive 4-3-3, das kann man jetzt alles machen, das ist so geil. Also jetzt mal for real, Leute. Das ist der beste EAFC-FIFA-Release der letzten 10 Jahre gefühlt. Ich weiß, wir sind noch am Anfang, ich weiß, wir müssen abwarten. Was passiert, wenn mal wieder ein Patch rauskommt und vielleicht das ganze Game wieder kaputt macht? Aber insgesamt muss ich einfach sagen, ich bin begeistert. Und ihr wisst, ich bin Kritiker. Ich bin der Erste, der immer sagt, yo, bestellt euch nicht vor und Co. Aber ich bin begeistert, wirklich. Also hier, EA Sports FC, fette Props. Wir gehen aber jetzt weiter hier gegen Napoli. Wir werden heute unter anderem gegen den SSC Neapel spielen. Gegen Empoli. Und dann werden wir auch die Transferphase beenden. Also heute ist dann noch das Ende der Transferphase. Ich habe jetzt eigentlich nicht vor, viel noch zu machen, weil ich eigentlich sehr zufrieden mit dem Kader bin, auch mit Pausen und Ricky jetzt zwei Neuzugängen damit auch sehr zufrieden bin. Ich wollte ja eh nicht so viel ändern, von daher gucken wir mal, was sonst noch so passiert. Napoli hat das erste Game auf jeden Fall gewonnen. Wichtigste Spieler sind hier Di Lorenzo, Anguissa, Ramani und in der Offensive Kvaratskhelia. Na gut, Training vor dem Spiel mache ich nicht. Rollenupdate. Jetzt bin ich mal gespannt. Was? Achso, Anspielstation kann er jetzt. Okay. Aha. Okay. Interessant. Kann das jetzt? Plus, hat er ein Plus? Wenn er plus 2 geht, wäre es natürlich noch besser. Sehr schön. Neue Nachricht von Cassade. Okay, nur dass er halt, ich denke drüber nach, dass er spielen will. Ansonsten haben wir nochmal eine E-Mail vom Geschäftsführer. Ich wurde darüber informiert, dass FC Valencia an Badri herangetreten ist. Okay, ja gut. Können wir jetzt erstmal nicht mitbieten. Wir haben eh kein Budget. Und ja, Leute, dann gehen wir rein ins Duell hier gegen den SSC Neapel. Hier haben wir die Aufstellung von Team hier von Antonio Conte mit Meire im Tor. Di Lorenzo, Ramani und Bongiorno in der Dreierkette. Politano, Lobotka, Anguissa und Spinazzola im Vierermittelfeld. Kvaratskhelia und Raspadori als hängende Spitze und Lukaku ganz vorne im 3-4-2-1-System. Und wie ich es euch im letzten Video gezeigt habe, auf jeden Fall immer die Aufstellung des Gegners bearbeiten, denn sonst hätten sie mit einer bodenlosen Verteidigung gespielt, mit zwei 70ern, statt mit Di Lorenzo und Ramani, waren da dieser Spielers oder wie der auch heißt und der andere Innenverteidiger. Also bearbeitet auf jeden Fall die Formation eurer Gegner, weil sonst ist es eine Katastrophe, mit was für schwachen Teams sie hier spielen. Hier sehen wir einmal das Team von Bologna. Da gehen wir auf jeden Fall auch gleich rein in die Startaufstellung von unserem Team hier. Kleiner Spoiler schon mal, ich habe da nicht allzu viel geändert und es ist schön, dass wir wieder hier diese Einläufe mit dabei haben. 4-3-3-System mit Skorupski im Tor, Posch, Boykema, Lukimi und Miranda in der Viererkette, Freuler, Fabian Ferguson im Dreimittelfeld, Ossolini, Ndoye auf Außen und Dalinga im Sturmzentrum. Jetzt hier die Möglichkeit für Napoli! Ui, was für ein Schuss! Das war Raspadori hier mit der ersten großen Möglichkeit, aber der Ball ging nicht rein. Jetzt hier Ossolini, das ist gut gespielt. Schön weitergeleitet von Dalinga und jetzt hier Ossolini. Ossolini mit einer großen Möglichkeit. Ossolini nimmt den Abschluss. Schwach. Schwacher Abschluss von Ossolini. Hätte da vielleicht noch ein bisschen weiterlaufen können. Kam dann natürlich unter Druck durch die Innenverteidigung von Napoli. Aber vielleicht wären hier noch ein paar Meter möglich gewesen. Ferguson, der Ball ist super. Der Ball ist super. Dalinga. Dalinga, will ihn rüberlupfen. Da hätte er es besser lösen müssen. Das war schwach verwertet von Dalinga, da war viel mehr drin. Er hatte da sogar eigentlich Zeit, den Ball sich nochmal schön runterzunehmen. Hat da aber ein bisschen zu nervös agiert. Jetzt hier Napoli, im ersten Moment pressen sie ganz schön. Aber Bologna hat sich daraus gelöst. Der hohe Ball ist interessant. Dalinga, oh, setzt sich da durch. Dalinga macht das stark, Dalinga wird am Abschluss gehindert. Das war Buongiorno, der das noch richtig gut gemacht hat, sodass Dalinga hier nicht abschließen konnte. Oh, was für ein Fehler von Boykema.
Was für ein Fehler von Boykema, das darf dir nicht passieren. Lukaku, Romelu Lukaku. Romelu Lukaku kann aber Skoruski nicht überwinden. Eieiei, aber Boykema muss da echt aufpassen. Sowas darf ihm nicht passieren. Das war ein eklatanter Fehler. Dalenga macht das gut. Super gemacht jetzt hier. Und Fabian. Fabian mit der Möglichkeit. Fabian, der Schuss ist schwach. Ganz schwacher Abschluss hier von Fabian. Da war mehr drin. Oh, Bologna hier mit dem Pressing. Stark, Ferguson. Ferguson. Ferguson will ihn reinmachen, aber da ist Meret, der den Ball halten kann. Jetzt gibt es einen ganz interessanten Wechsel, denn Samuel Eriki, hier unsere Nummer 13, kommt das erste Mal rein hier für Freuler. Das heißt, wir haben hier jetzt das Debüt von Samuel Eriki für den FC Bologna. Hat ja über 20 Millionen uns gekostet. Und jetzt aber Napoli. Jetzt aber Napoli mit Kvaratskhelia. Super Pass. Lukaku hält, kann ihn nicht reinmachen. Kann ihn nicht reinmachen. Gut gehalten. Ndoye, jetzt hier Paulsen. Und Riki, der neue Mann, auf Paulsen versucht den Ball zu spielen. Es ist nicht mehr viel zu spielen. Samuel Riki jetzt hier. Riki, der hohe Ball auf den anderen neuen, auf Paulsen. Fabian, ja, stark. Fabian macht das gut. Fabian mit dem Abschluss, der wird abgewehrt von Rahmani. Gut abgewehrt von Rahmani. Und damit bleibt sie erstmal beim 0-0. Die Partie läuft noch ein bisschen. Ist halt die Frage, kann hier irgendeiner nochmal irgendwie hier in Führung kommen oder endet das hier 0-0? Das wäre dann für uns das zweite Unentschieden. Mal gucken, wie viel Nachspielzeit es gibt. Eine Minute, Standard. Boah, jetzt Lukaku. Lukaku, der Ball ist bei uns. Und damit ist das Spiel rum und endet 0-0. Komm, gegen Napoli ist das voll okay. Wir kassieren kein Tor, bleiben hinten stabil, auch wenn wir vorne leider selber kein Tor erzielt haben. Insgesamt hier 9:5 Schüsse. XG-Werte waren auf jeden Fall hier am Start mit 2,1 und 1,2. Wir hatten deutlich mehr Ballbesitz, sehr viele Pässe gespielt, aber am Ende konnten wir leider daraus kein Tor erzielen. Aber hey, komm, macht auf jeden Fall Bock. Gerade auch hier die ganzen Wechsel der Formationen, ne, mit defensiv, offensiv, damit so ein bisschen rumzuspielen, das macht Spaß. Nachricht von Casale. Ja, komm, streng dich weiter an, Kollege, passt schon. Gehen wir weiter. Nächstes Duell wäre gegen Empoli. Und wir gucken mal, ob noch irgendwas bei uns reinkommt in Sachen Transfers. Jetzt geht erstmal jemand. Benjamin Dominguez, 2 Jahre jetzt hier Richtung Venezia. Verlässt uns dementsprechend. Wir haben nochmal 2 ungelesene Mails. Interesse an Heide, ja gut, das ist erstmal okay. Ja, Trainingspläne brauchen wir nicht. Sollen wir uns wieder aufrufen? Passt soweit. Alles cool. Sehr schön, Aufgabe gemeistert. Das war eine extrem schwere Aufgabe. Und jetzt geht's rein gegen Empoli dann gleich, oder? Na, erst der Deadline Day. Ah, wir sind am Deadline Day, aber ich denke mal, gehen wir jetzt erst rein, mal gucken. Na, Empoli übrigens, erste beiden Spiele, eine Niederlage, ein Sieg, spielen hier im Kick and Rush. Hier sind wir auf jeden Fall Favorit, hier wäre der erste Sieg auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Wir haben nochmal eine neue Nachricht vom Trainerteam. Ah, bezüglich Nationalmannschaften. Okay, und dann gehen wir rein gegen Empoli und schauen mal, ob wir uns hier den ersten Sieg holen können. Hier mit der Aufstellung vom FC Bologna im 4-3-3-System mit Skoruski im Tor, Posch, Boykema, Lukimi und Miranda in der Viererkette, Riki, Fabian, Ferguson im Dreimittelfeld, Ndoye und Orsolini auf Außen und Dalinga vorne. Heute mal eine Änderung, Riki im ZDM, was mir übrigens aufgefallen ist. Guckt mal auf die Ersatzbank, da werden immer nur 7 Spieler angezeigt, das haben sie da noch nicht ganz angepasst. Es ist eh noch die alte Serie A, das alte Serie A-Layout, so wie es angezeigt wird, noch von der letzten Saison. In der neuen Saison wird es ja so ein bisschen anders angezeigt, so ein bisschen wie in der Premier League, dass du die Spieler immer so einzeln erstmal siehst. Aber gut. Muss man mal gucken, ob die vielleicht das Layout irgendwie nochmal reinbringen oder nicht, mit einem kleinen Patch. Aber wäre auf jeden Fall auch nochmal ganz nett, so als Kleinigkeit. Aber vor allem die Ersatzspieler, das triggert mit nur 7. Aber Gott sei Dank haben wir ja mehr in diesem Teil. Empoli im 3-4-2-1-System mit Vasquez im Tor, Ismaili, Viti und Sassonov in der Dreierkette, Zukovic und Henderson im ZM, Solbakken, Deschiri auf Außen, Ruggeri Esposito als hängende Spitze und Odegaard im Sturm im 3-4-2-1-System. Odegaard ja auch unser Ex-Spieler. Samuel Eriki, oh, die Übersicht ist stark von Eriki. Ganz stark gemacht. Jetzt hier den Ball weitergespielt. Der Ball jetzt hier wiederum bei Samuel Eriki, der zieht mal ab. Oh, sehr zentral, aber Davis hält den da im Tor. Also den konnte er halten. Trotzdem gut gemacht hier von Samuel Eriki. Jetzt hier Dalinga. Oh, Dalingas Pass ist super. Stark gespielt. Jetzt hier Ndoye. Ndoye. Oh, warum läuft Ferguson nicht weiter? Oh, aber was für ein Fehler. Was für ein Fehler von Empoli. Dalinga. Der Abschluss ist schwach.
Miranda, probiert's einfach mal, ja? Warum nicht? Miranda denkt sich so, warum nicht mal aus der Distanz probieren? Übrigens, Freuler und Pausen kommen jetzt für Pobega und Miranda rein. Für Pobega ein bisschen bitter, weil er erst drinne war. Verletzungsbedingt. Aber das Ganze ist jetzt hier taktischer Natur. Gar nicht, weil Pobega super schlecht war. Ich habe aber jetzt auf das 3-5-2 umgestellt und da brauche ich Pobega aktuell leider nicht. Auch wenn es natürlich bitter ist, als eingewechselter Spieler ausgewechselt zu werden. Und jetzt hier, Pausen, Doppelsturmmöglichkeit jetzt mit Dalinga, super gespielt, super Zusammenspiel und es klappt direkt, die Taktikumstellung klappt direkt hier, beide Stürmer da vorne, gleich mal im Zusammenspiel und der Treffer. So will man das als Trainer doch haben, du stellst die Taktik um, du, ja, du nimmst Adjustments vor und dann funktioniert das so super in den ersten Sequenzen direkt mal. Pausen mit dem Treffer, hier zack, einmal da reingeschlänzt das Ding, da kommt der Keeper nicht mehr ran. Richtig, richtig gut. Gleich mal der erste Treffer für Yusuf Pause in seinem zweiten Auftritt hier. Richtig schön. Das 3-5-2 zeigt direkt Wirkung. Freistoßmöglichkeit hier für Bologna. Orsolini. Orsolini beim Freistoß, aber der ist nicht drin. Schade. Da ist die Mauer dazwischen. Die Ecke Orsolini. Auf Samuel Ericchi. Samuel Ericchi macht das stark. Spielt den auf Orsolini, der bringt den da nochmal rein. Erling Junior, naja, die Variante war interessant, aber klappt nicht. Empoli versucht hier jetzt vorzukommen. Super Pass hier, super Pass. Und der Ball ist drinne. Empoli hier mit dem 1-1. Verhindern sie hier doch den Sieg vom FC Bologna oder was? Das wäre natürlich bitter. Da kriegen sie hier jetzt den Treffer. Hier sehen wir es super durchgesteckt. Da ist es, glaube ich, Boy Kemer müsste es sein. Der da ein bisschen zu weit, ja, offensiv steht. Auf jeden Fall hier der Treffer von Odegaard, unseren Ex-Spieler. 1-1 Empoli. Aber wir gucken mal. Vielleicht können wir uns den Sieg ja trotzdem noch holen. Dalinga. Der Ball. Pausen. Stark gespielt. Stark gespielt. Dalinga jetzt hier. Dalinga jetzt hier. Dalinga jetzt hier mit dem Konter. So muss das sein. Beim ersten Treffer. Dalinga auf Pausen. Jetzt ist es Pausen auf Dalinga. Also die beiden da vorne ergänzen sich sehr schön. Und es ist wieder die Führung. Die Führung von Empoli, beziehungsweise das Unentschieden, das Empoli erzielt hat, hat nicht lang gehalten. Es ist dann hier tatsächlich Dalinga, der schnell ausgleichen kann, beziehungsweise schnell den alten Zustand wiederherstellen kann. So ist es natürlich richtig. Nämlich die Führung für den FC Bologna. Thies Dalinga, 83. Minute, 2-1 Bologna. Bologna jetzt hier mit Ballbesitz und das ist super gespielt. Das ist super gespielt. Dalinga, Dalinga mit dem 3-1. Und das ist die Entscheidung. Doppelpack Dalinga. Das spielt hier Bologna wunderschön aus. Schön die Lücken dort gesehen. Super gespielt. Und Yusuf Pausen und Dalinga, die zeigen, dass die beiden dort im Sturm nicht nur konkurrieren müssen unbedingt, sondern auch wunderbar harmonieren können. Also stark gespielt hier. Zack, der Pass und Pausen gibt den weiter. Dann ist es hier Dalinga mit dem Abschluss. Guckt nur auf den Ball. Der weiß, wo das Tor steht. Der muss da nicht großartig auf dem, aufs Tor gucken. Der weiß, wo das steht. Macht den richtig, richtig gut hier, die Nummer 24. 3-1 Bologna. Empoli liegt hier jetzt hinten. Das war's fürs wahrscheinlich auch. Außer sie kriegen jetzt hier ein komplettes Wunder in 2 Minuten Nachspielzeit. Jetzt versucht hier Odegaard vielleicht nochmal. Nein, da ist Boy Kemer am Start. Und damit ist das Spiel auch durch. Sehr geil. Gegen Napoli unentschieden bin ich grundsätzlich zufrieden gewesen. 0-0 gegen den SSC Neapel ist nicht schlecht gewesen. Und hier holen wir unseren ersten Sieg, Leute. Die ersten 3 Punkte. Man sieht es auch hier, wir waren die klar bessere Mannschaft. Wieder sehr viel Ballbesitz. Also unser Spielstil geht auch direkt auf. Haben sehr, sehr viele Pässe gespielt. So soll es doch sein. Gehen wir weiter hier. Lecce kassiert ein 4-0 von Cagliari. Und Napoli spielt wieder 0-0, okay. Und wir sind jetzt... Okay, wir gucken erstmal die Verletzung an. Ja gut, Fabian kann erstmal nicht spielen. Pobega kriegt natürlich dann erstmal den Platz. Und dann kann Moro da reinrücken. Das ist dann jetzt leider erstmal so. Neue Nachricht vom Physio. Er wird für 3 Monate ausfallen, okay. Ja gut. Ja gut, kannst du nicht ändern. Wir gucken auch erstmal... Na gut, wir machen erst den Deadline Day, bevor wir auf die Tabelle gucken. Oder haben alle schon gespielt? Das ist jetzt die Frage. Weil wenn die alle noch nicht gespielt haben, ist sie noch nicht ganz aussagekräftig. Gut, es gibt ein paar Teams, die müssen noch spielen. Ja, gucken wir gleich nochmal drauf, wenn dann alle Teams auch wirklich gespielt haben. Und gleich nach dem Deadline Day gucken wir nochmal auf die Tabelle.
Jetzt gehen wir erstmal hier in den Deadline Day rein. Ja, Fabian fällt jetzt 3 Monate aus. Ich werde mir jetzt aber erstmal keinen Ersatz holen, muss ich dazu sagen. Erstens, weil wir kein Budget mehr haben. Wir haben hier wirklich nur, wo haben wir das? Budget. Obwohl, wir haben 5 Millionen. Warum haben wir denn 5 Millionen Budget? Wo haben wir die denn herbekommen? Hatten wir noch jemanden verkauft? Okay. Dann kann man ja durchaus nochmal auf den Transfermarkt gucken. Wir können ja wirklich auch mal schauen, wer ist denn auf der Transferliste als zentraler Mittelfeldspieler. Gibt es da noch irgendjemanden? Das kann man ja mal schauen. Was wir auf jeden Fall auch einbauen müssen, ist, dass man nach, wie heißt das, scouten kann. Nach Gesamtstärke, wenn man die schon sieht, weil das kann man hier leider nicht. Auf der Transferliste war jetzt niemand Interessantes. Ich gucke auch nochmal bei uns in der Transferzentrale. Hier habt ihr mir ja auch noch zig Vorschläge gemacht. Meistens dürften diese Spieler aber ein bisschen zu teuer sein. Wir haben beispielsweise hier Medina 12 Millionen, Ranocchia wäre mit 5 Millionen machbar. Ferndrup, Sörensen, Kjergat ist natürlich schon gewechselt, Majore wäre so jemand. Also man muss es nicht tun, Ranocchia wäre natürlich ganz okay, wobei ich nicht weiß, ob er wirklich das Geld wert ist. Aber er kann alles spielen im Zentrum, Halbflügel kann er sehr stark, im ZM, Motor im ZM und ZDM kann er die Absicherung geben. Ist aber nicht ganz das, was wir dann brauchen als Fabian-Ersatz, muss man sagen. Da wäre, glaube ich, so jemand wie Erweiterung, ja, Absicherung jeweils. Okay, Sörensen, Box-to-Box, das wäre schon eher sowas. Er ist aber wieder ein bisschen zu teuer. Majora, wie sieht's bei dir aus? Achso, hier haben wir die Rollen. Tiefstehender Motorabsicherung, okay. Hier kann er ZM, er hier könnte auch noch im ZM spielen. Auch ein Riesentalent ja in der Realität. Motor und Halbflügel. Ja, gar nicht mal so ein. Wir gucken erstmal, was wir noch so viel Angebote reinkriegen. Vielleicht wird ja auch plötzlich mehr Budget frei. Wir schauen mal. Okay, bisher ist nichts reingetrudelt. Davis zu Real Madrid, interessant. Wir gucken auch gleich mal auf alle Transfers, die so passiert sind. Mal schauen, ob die in diesem Jahr ein bisschen realistischer sind. Weil sowas wie Depaul zu Chelsea, das kann man sich schon vorstellen. Udogi zu PSG. Ist jetzt nicht so Thomas Müller zu Real Madrid oder so. So wie in den letzten Jahren immer. Okay, wir kriegen echt nichts rein. Interessant. Ziemlich ruhiger Transfer-Deadline-Day. Kein einziges Angebot drin, ne? Wow, es kommt nichts rein. Okay. Nee. Und jetzt ist doch noch was drin, okay. Hä? Es kam doch gar nichts rein. Achso, jetzt? Okay, okay, anscheinend ist das ein bisschen buggy. Man muss da wohl einmal raus. Ja gut, sie hat nämlich 16 Millionen für Lukimi angeboten. Sie wollen ihn leihen, das lehnen wir ab. Okay, dann müsst ihr da auf jeden Fall einmal rauszoomen, weil sonst seht ihr die Angebote nicht. Bisschen fail, aber egal. Demetrade etwas unspektakulärer Transfer, Deadline Day. Lukimi hätte ich jetzt eh nicht gerne abgegeben. Damit können wir jetzt aber erstmal weiter. Ja, wir haben nochmal ein Angebot für Ossolini. Ist natürlich so typisch. Ja gut, 2 jetzt im Einsatz, okay. Angebot für Ossolini jetzt nach der Transferphase, das lehnen wir natürlich ab. Das macht jetzt, plus Timothy Ware, aber es macht jetzt keinen Sinn, das jetzt zu entscheiden für den Winter. Das ist leider auch immer noch so. Die Jugendturnier hat begonnen. Das simuliere ich, denke ich, dann gleich. Ich will nicht jedes Mal so ein Jugendturnier spielen. Aber wir gehen hier erstmal wieder rein und gucken jetzt einmal erstmal auf die Tabelle. Schreibt mir auf jeden Fall auch in die Kommentare, wer euer Spieler der Folge ist. Ich denke, dass Dalinga als auch als auch Poulsen sehr gute Chancen haben. Wir sind nach jetzt 3 Spieltagen momentan mit 5 Punkten auf Platz 8. Damit können wir zufrieden sein. 4 Tore geschossen, 2 bekommen, 1 Sieg, 2 Unentschieden. Darunter ja auch unterm gegen Napoli gespielt. Von daher grundsolide. Ich denke, das kann man definitiv so sagen. Bald kommt auch das Duell gegen Udine. Und wenn wir jetzt mal bei den Transfers gucken, Transferverlauf. Wir gucken erstmal bei uns, was wir so gemacht haben. Denn wir haben abgegeben
Dominguez per Laie, Odegaard per Laie, El Azouzi per Laie, Piqué per Laie und Kurazza per Laie, also 1, 2, 3, 4, 5 Spieler per Laie. Abeschaffi 11,4 Millionen abgegeben als einzigen richtigen Transfer. Gekauft haben wir dafür Paulsen und Ricky, plus dass natürlich zuvor schon Zirkzee, Calafiori und Co. gegangen sind. Deswegen auch hier, auch wenn das jetzt ein Transferminus hier aussieht, hat man immer noch ein fettes Transferplus als Verein. Also insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Transferphase. Nicht zu viel gemacht, ein paar Spieler verliehen, Abischer verkauft, zwei Neuzugänge, das passt. Und jetzt gucken wir mal hier, wie weit kann ich jetzt zurückgehen bei den Transfers? Oh! 5.7. Das ist zwar nicht, das dürften zwar nicht die allerersten Deals sein, oder? Memphis, Roselu. Aber das ist schon weit zurück. Oh, das heißt, wir haben diesmal echt eine Übersicht über fast alle oder vielleicht sogar über alle Transfers. Militao zu United, okay, das ist ein Big Deal. Das ist ein brutaler Deal. Dann Simon zu City. Balde zu Newcastle. Die Baller zu Bayern, okay. An meinem Geburtstag einfach. Dann Mendes zu Atletico. Inacio zu Bayern. Jota zu PSG. PSG holt sich auch noch Udogi, nachdem sie Mendes verloren haben. Macht das Sinn? Brahim Diaz zu Brighton. Scalvini zu Leverkusen ist ein geiler Deal. Merino, Resté zu Chelsea, Depaul zu Chelsea, Davis zu Real Madrid, das könnte auch eine Realität sein. Atletico Madrid hat echt viel verloren hier. Molina, Jiménez verloren. Alter, was ging denn mit Atletico? Sie haben sich ja Mendes geholt. Also Atletico Madrid war sehr, sehr umtriebig. Maino, ja, das sind halt wieder so Deals, wo ich sage, da müssten die Marktwerte höher sein. Ein Kobi Maino würdest du niemals für 44,8 Millionen kriegen. Der ist halt so übertalentiert auch. Einer der Hoffnungsträger bei United, aber krasser Defi Barca. Dann Saar zu Inter. Embuemo einfach zu Real Madrid, okay. Galeno zu Monaco. Oyarzabal, Bion Gittens zu Barca. Die holen sich richtige Talente hier. Liverpool braucht noch einen Flügelspieler. Haben ja nicht noch Chiesa geholt gehabt, okay. Andrich zu Napoli. Führig bei Real Madrid, Alaba zu PSG, Fabian Ruiz zu den Wolves, okay, Icardi, Mendes, wir gehen ein bisschen durch, haben auch gleich mal investiert in Dudo, Jose Gaya zu Tottenham als Udogi-Ersatz, es wirkt ein bisschen schlauer alles, nur dass Atletico Madrid irgendwie jeden verkauft, Schurz zu Bournemouth, Short zu Leipzig, Mattis Tate zu City, Hartmann zu Crystal Palace, okay, Chuko hier zu Brighton, mhm. Estupinian dafür zu Frankfurt. Ja gut, da, Koke, dass der geht, ist so ein bisschen so Thomas Müller Transfer der letzten Jahre, ne? Die Legende bei Atletico geht zu Nottingham, ne? Dann haben wir Visa. Ja, wir haben Ricky hier natürlich geholt. Die haben das Geld auch direkt mal gut investiert danach. Aber es wirkt nicht ganz so katastrophal, muss ich sagen. Oder was sagt ihr? Also ich finde, auch hier zum Beispiel, City hatte sich einen Keeper geholt, haben Ortega abgegeben, das macht dann auch wieder Sinn, weil du brauchst nicht drei solcher Keeper. Leno zu Nizza, okay, Bernardeschi zu RB Salzburg. Ja komm ey, komm, ich will gar nicht so groß meckern. Dorgu, schöner Transfer von Leipzig, sorry. Es wirkt auch auf den ersten Moment alles ein bisschen besser, sage ich euch ganz ehrlich. Das ist nicht mehr ganz so vogelwild wie in den letzten Jahren, muss ich sagen. Zumindest vom ersten Eindruck. Aber ihr könnt mir gerne auch eure Meinung in die Kommis schreiben. Und ja, Leute, wir sehen uns dann auf jeden Fall auch in der nächsten Folge. Dann geht es nämlich gegen Kobo, gegen einen interessanten Aufsteiger. Und dann geht es rein in die neue Champions League gegen Schachtyor Donetsk. Darauf habe ich richtig Bock. Ich hoffe ihr auch. Euer Valosch meldet sich ab und bye bye.